Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transportüber Season 6 im Schönbau Projekt Minden. Ja, meine Freunde, kurz vorweg zwei Sachen zur Anmerkung. Morgen ist es wieder soweit. Morgen um 16 Uhr mal wieder einen Livestream. Genau, wieder ungefähr so 2 Stunden. Das ist Punkt 1. Punkt 2, eine Frage zu einem anderen Spiel. Zum LS19. Ich weiß, meine Community ist für den LS19 jetzt nicht so groß, weil ich ja hauptsächlich hier nur Transportfieber spiele. Habt ihr Interesse an einem LS19-Projekt? Beziehungsweise wollt ihr das überhaupt sehen? Im Moment werde ich da noch nichts von aufnehmen. Es ist jetzt so ein bisschen für die Zukunft, weil das Spiel einfach noch ziemlich buggy ist. Wir nennen es auch eigentlich den Bug-Simulator 2019. Und ja, da könnt ihr mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich habe auf jeden Fall Bock auf das Spiel. Auch wenn es im Moment echt ein bisschen noch am Rumspacken ist und es einem manchmal sehr viel Frust bringt. Aber das ist ja hier bei Transportfieber nicht anders. Ja, würde mich freuen, wenn ihr da mal euer Statement zu geben könntet. Und ja, dann würde ich sagen, freue ich mich auf jeden Fall schon mal morgen auf euch, um 16 Uhr. Morgen um 16 Uhr, was wollen wir denn da machen? Soll ich das mal verraten? Würde ich auf jeden Fall hier gerne die Museumsstrecke nach Espelkamp und Lübbecke bauen. Das soll morgen passieren. Und egal, je nachdem, wie wir es schaffen zeitlich, hier noch ein bisschen anfangen, das hier alles ein bisschen auszuschmücken. Das ist heute auch ein bisschen Teil unserer Folge. Wir werden hier heute erstmal diesen inneren Bereich, der ist ziemlich einfach erstmal. Wir schaffen auf jeden Fall, das ist wieder große Töne, hoffe ich mal mehr. Jetzt hier die Straße setzen, hier die paar Häuser hin und hier kommt eigentlich nur ein langer Feldweg hin, wo am Ende so ein Gleisstapel steht. Oh, irgendwas habe ich im Auge, tut mir leid. Und Wald, das wird eigentlich relativ einfach, erstmal dieses Eck auszufüllen. Aber für heute ist das dann auch erstmal, glaube ich, genug. Je nachdem, wie viel Zeit wir haben, schaffen wir auch sicherlich noch ein bisschen mehr. Wir sind natürlich hier mit dem BW auch noch nicht fertig. Wir haben ja noch so viele offene Baustellen und ich bin auch ganz ehrlich, im Moment spiele ich sehr viel LS. Im Moment habe ich gerade keine Zeit, beziehungsweise auch gerade nicht so ganz so viel Lust hier auf Transportfieber. Abends da Stunden zu investieren, weil all meine Freunde spielen auch LS im Moment. Und ja, da spiele ich natürlich dann auch mit. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt hier erstmal an. So, machen wir erstmal ein bisschen Doodle-Doodle an. Ach so, genau. Und eins noch, ich wurde gefragt, was denn so die Leistung von meinem Computer ist. Ab jetzt immer unten in der Videobeschreibung. Also unter Video findet ihr meinen Computer. So, meine Freunde. Dann wollen wir mal. Das ist eigentlich ziemlich simpel hier. Nichts wirklich Dolles. Das sollten wir auf jeden Fall schaffen. Wenn ich jetzt die richtige Straße finde. Da ist er doch. Genau, hier ist eigentlich nur so ein alter Wald, wo am Ende so ein kleiner Platz ist. Gehen wir hier so ein bisschen von ab. Ich habe das hier, nee, ich glaube eigentlich parallel zur Schiene. Ich habe das wieder bei Google Maps einmal offen. Genau, und dieser Platz, der entsteht dann eigentlich jetzt irgendwo hier so. Und wir gucken, Autos kann ich jetzt hier nicht fahren lassen. Hier müssen wir gleich noch so ein bisschen Schotter auffüllen. Können wir jetzt mal gerade machen. Bodentexturen. Oha, das Wasser, das reflektiert aber schon übelst. So. Platzierbare. Was haben wir denn hier? Asphalt, Beton, Kies. Kies könnten wir nehmen, Pflaster nicht. Kies, ziemlich hellen Kies wäre ganz gut. Der ist dunkel. Der ist ganz gut. So, legen wir uns hier mal gerade so ein kleines Feld an. Das geht sogar hier bis an die Schiene ran. So. Mal gucken, dass wir jetzt hier ein paar
Gleise hinlegen können. Sieht das ganz gut aus. Und dann können wir hier allgemein noch so ein bisschen drumherum, dass es so ein bisschen verfranzelt aussieht. Nicht alles so abgehackt. So. So sieht das schon mal ganz gut aus. Ich glaube, ich werde diesen mal ein bisschen länger ziehen. Dass wir jetzt hier dann noch ein paar Gleisstapel hinbekommen. Ja. So. So. Höhe Gleis, abweichen davon. Oh, das waren schon 5. Oha. Müssen wir jetzt hier manuell nochmal ein, zwei nebenlegen. Ah, jetzt muss ich mal umdenken. Wenn man was platziert im LS, dann muss man andere Tasten nehmen als jetzt wieder hier im Spiel. So. Einmal 3 Stück hin. So. Und dann hier nochmal ein paar Holzschwellen hin. Nochmal so ein bisschen gedreht, dass das nicht alles mal so gleich aussieht. Zack. 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 Und. Zack. So. Da haben wir das schon mal. Dann stellen wir jetzt hier nochmal so 2 Mulden hin mit etwas Müll drinne, hier so, wie heißt es, Schrott, muss ich natürlich jetzt erstmal wieder finden, das ist jetzt etwas mühselig, wenn man nicht genau weiß, wo sie sind, weil hier waren sie nicht bei, hier waren nur irgendeinen anderen Mod bei, natürlich jetzt blöde. Das bräuchte ich jetzt. Oh, hier fährt gerade unser Kohlezug vorbei. Na, ist doch schön. Hier sind übrigens die Garagen, die mir empfohlen wurden. Habe ich natürlich auch. Hier habe ich diese Überbauwerke. Hier war das, glaube ich, nicht bei. Nee, hier war das nicht. Oder kriege ich das hier auch raus? Doch, die müsste ich hier auch rauskriegen. Diverses. Spiel, was machst du? Ja, es ist, nee, es ist nicht bei. Mist, wo war denn nochmal dieser doofe. War doch irgendwo hier. Der war doch auch irgendwie so von Jobfried. Hier vorne kann er nicht sein, ne? Da! Hier müsste dabei sein. Das ist alles Cargo. Erstmal speichern. Ganz wichtig. Spiel hat auch schon öfter wieder seine Probleme. Das ist auch nicht bei. Aber das müsste irgendwo bei diesen Tonnen gewesen sein. Da! Da! Da ist er doch. Siehst du? Er sucht. Er findet. So. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Hier hinten. Ja, das ist eigentlich ganz gut so. Müssten auf diese Seite. Hier kommen jetzt noch ein paar Häuser hin. Und noch so ein kleiner Weg. Da nehmen wir jetzt einfach hier auch einen Fußweg. Erst fangen wir, nee, erst machen wir die Häuser. Wohnhäuser. Rup. Und irgendwie so kleine Einfamilienhäuser hier. Nicht gleich sowas Riesiges. Na hier, sowas, der geht doch. Dann machen wir auch Einwohner wenig. Haben natürlich auch einen richtig geilen Wohnplatz, ne? Also, wer die Bahn liebt, ist hier natürlich genau richtig. Wer die Bahn jetzt eher nicht so mag und sich immer beschweren, so laut. Ja, der hat natürlich hier nichts zu suchen. Nur Deko, kein Zaun. So. Schön. Was noch für Häuschen hier? Klein, zu klein, zu klein. Und die leben doch alle hier wunderschön im Grün. Du bist doch, dass ich so weit weg bin. Warum bin ich nicht so weit weg? Klein. Tongno Deko. Grundstücksstraße klein. Normal. Nein. Level 9. Oh, hier auch der schöne Zug hier vom Großbahner fährt vorbei.
So, und hinten ziehen wir jetzt nochmal einen kleinen Weg rein. Mal hinten auch noch zwei Häuschen hinkriegen. So, beziehungsweise eins kriegen wir da hinten jetzt noch hin. Hier würde ich sagen, wo ist denn hier der Eingang? Der Seite. Drehen wir den ganzen Schuppen einmal. So. Bodentextur hätte ich natürlich mal machen können, ich Trottel. Das da. So. Genau, das hätte ich natürlich hier auch mal machen können. Ich glaube nicht, dass das jetzt im Nachhinein geht. Da werde ich jetzt bestimmt eher wieder mein Spiel schrotten. Naja, doch nicht. Geht ein bisschen. Ein bisschen bekomme ich hier. Oh. Okay, das sieht natürlich doof aus. Nehmen wir auch Schotter. Ah, sieht ein bisschen besser aus. Nachher, wenn das begrünt ist, sieht das sowieso gar nicht schlecht aus. Aber hier noch ein kleines Häuschen. Das hat Pflaster. Das ist okay. Hat natürlich nach dahin nichts. Hat sein Haus so rumgebaut. So. Und dann haben wir noch das Häuschen hier. Er seinen Eingang. Er hat auch seinen Eingang hier. Und die Terrasse zur Bahnschiene. Genau so ist es. So. Wir haben jetzt auch alle irgendwie Leben, ne? Wenig Einwohner. Müssen wir mal gucken. Nachher eventuell noch ein bisschen weiter runtersetzen. Hier geht ja nachher die Strecke zum Bergwerk. Nach Kleinbremen. Müssen wir nochmal gucken, wie wir das dann machen. So, also begrünt ist das alles mit Büschen ziemlich viel. Und dann stehen da einfach vereinzelt ein paar Bäume drin, ne? Allgemein, der ganze Bahnhof ist ziemlich grün. Natürlich für mich genau das Richtige. Börster. Aber ihr wisst ja, ich bin der Gottfaser auf Büsche und Bäume hier in diesem Spiel. So. Mal nach da hoch. So. Mal hier so ran. Schön, die Bäume hoffen, bleiben die stehen. Wäre ganz gut. Ja. So. Pflanzen. Oh, das sieht perfekt aus. Und wieder planen. Das geht jetzt eigentlich bis hier hinten rein. Das genauso geht das genauso weiter. Weil das möchte ich nämlich jetzt alles hier auch so ein bisschen ausfüllen. Oh. Dass wir jetzt hier endlich mal irgendwas mal so wirklich fertig abschließen. Ja. Und wir gehen mal besser hier runter. Und die Mod dann nicht überfordern. Wie machen wir das jetzt? Ja, wir ziehen den erst einfach jetzt mal nur bis hier. Und kommen dann von der anderen Seite dann dagegen. So, und auch wieder hier pflanzen. Ein Träumchen. So, wieder pflanzen. Und jetzt machen wir den Hang hier. Bin mal gespannt, wie er das jetzt hier regelt. Ob ich hier einfach so wirklich so schön hochziehen kann. Wenn das macht, das habe ich auch noch nie ausprobiert. So. Also diese Mod ist natürlich echt klasse jetzt. Und Pflanzen. Ja, perfekt. Er setzt auch die Bäume hier oben hin. Das ist gar kein Problem für ihn. Sehr schön. So. Jetzt kommen natürlich nochmal ein paar Bäumchen. Vereinzelt ein paar Bäumchen. Also hier haben wir ein paar mehr Bäumchen. An der Stelle. Dann haben wir eigentlich hier immer
ein Bäumchen ist an der Strecke lang. So ein bisschen Mut. Da hinten jetzt ein bisschen weniger. Ich aufpassen, dass jetzt nichts unbedingt auf der Strecke hier wächst. So. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Der Platz hier allerdings, wenn wir jetzt hier nochmal, auch mit ein paar Bäumen, sollten jetzt aber schon ein paar gute Bäume sein, mal so ein bisschen von der Straße eingrenzen. So, so ist das perfekt. So gefällt mir das richtig gut. So gefällt mir das richtig gut. Hier gerade dieses Gleis, was wir hier gebaut haben, das hätten wir auch gerade abziehen können. Das ist nämlich in Real auch gerade. Aber egal, das lassen wir jetzt so. So, dann haben wir hier unten natürlich dieses eine Feld. Das wird natürlich auch, ist auch ziemlich grün. Da sind nur Büsche drin. Dann werden wir das natürlich auch so machen. Die Textur kann auch relativ dunkel werden. Das ist nicht das Problem. Ich muss mal aufpassen, dass man jetzt nicht auf die Strecke wuchert. Das könnte nämlich jetzt hier der Fall sein. Also da auf jeden Fall. Der da hinten kann bleiben. Ich weiß, es gibt hier diese eine Mod, wo man Bäume schön mit platzieren kann. Um den Karl, aber persönlich finde ich die Mod nicht so schön. Das ist mir zu viel Geklicke. So. Jetzt haben wir das auch schon mal. So, jetzt kümmern wir uns natürlich hier um diese ganze Ecke. Die ist natürlich jetzt, wenn ich jetzt das so bei Google Maps sehe, auch wiederum sehr grün. Also hier sind viele Bäume dran an dem Bahnhang. Ich finde natürlich die Textur jetzt schon ganz schön. Also der ist eigentlich fast komplett mit Bäumen voll. Ich jetzt echt aufpassen, dass ich da jetzt nicht zu hoch komme. Also der geht schon mal gar nicht. Der hier müsste das sein. Der stört nicht, aber der stört. Genau, jetzt machen wir hier ein Autosave. Dann ist das, der Rest ist okay. Wenn wir das jetzt einmal mit ein paar Büschen noch aus. Hier oben schön ranstellen. So. Und natürlich auch ein paar Büsche hin. Und natürlich ist ja echt viel grün. Aber gut. So ist es in Real auch. Was natürlich hier mit der Brücke sieht, natürlich nicht ganz so schön aus. Egal. Bleibt so. So. Also das Haus steht hier komplett in den Bäumen drin. Im Prinzip kann ich jetzt hier noch ein paar Bäume hinsetzen. Das hier noch so ein bisschen einzugrenzen. Hier unten geht keine Straße lang. Und jetzt würde ich sagen, machen wir jetzt mal hier einfach vereinzelt ein paar Büsche hin. Mal ein, zwei Bäume kann man hier noch hinsetzen. Aber ich würde das jetzt hier auch nicht übertreiben wollen. So. Wenn ich jetzt mal so einen richtig großen Baum kriege. Vielleicht kommt er irgendwann mal. Na. Kommt er dahin. So. So. Gefällt mir das schon mal gar nicht so schlecht. Hier das kleine Häuschen. Oh, die. Habe ich die da hingesetzt oder gehören die zum Haus? Die gehören zum Haus. Ich müsste das Haus ein bisschen weiter nach hinten setzen. Also die Bäume sollen natürlich jetzt nicht auf der. Sollen ja nicht auf der Straße wuchern. Das war ja so nicht der Plan. So. Ja, jetzt ist natürlich die Frage. Mist.
Das ist der Hauseingang. Ups, jetzt habe ich es falsch umgestellt. Nochmal abreißen. Macht ja nix. Ups, mal wieder umdrehen. So. Sieht das schon mal echt gut aus. Das hier bekommt bitte auch Pflaster. Genau, und das geht auch Pflaster. Ja. Genau, dann lockert das alles so ein bisschen auf für die Texturen. Sehr schön. So gefällt mir das schon mal ziemlich gut. Andere Seite hier wird natürlich auch alles mit Wald voll, aber da bin ich noch nicht ganz fertig. Und das hier ist eigentlich alles begrünt. Auch diese Streifen hier. Hier haben wir noch ein paar. Das Gleis haben wir da, genau, das ist eigentlich auch hier eingedünstet. So. Ja, und das ist alles begrünt. Allerdings ist es mehr Gras. Vielleicht vereinzelt können wir hier mal ein paar Büsche setzen. Also ein bisschen andere Textur hier reinbekommen. Aber im Großen und Ganzen ist das auch alles grün. Ja, aber da können wir uns dann mal im Livestream ein bisschen noch ein paar Gedanken zu machen. Hier kriegen wir vielleicht nochmal gerade so ein, zwei Büsche rein. So. Perfekt, die Textur gefällt mir natürlich nicht. Da machen wir gerade nochmal ein bisschen Kies drauf. Ups, mal gerade schnell dahin scrollen. Irgendwo mal gefunden hat, da war's. So, Kies. Oh, können wir hier eigentlich auch ein bisschen rüber machen. Perfekt. So, das ist ganz schön. Ja. Na gut, da haben wir, würde ich sagen, mal wieder ein bisschen was geschafft. Unseren Bahnhof ist schon mal wieder so ein bisschen der Realität näher gebracht. Und wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder um 16 Uhr im Livestream. Würde mich auf euch freuen. Bis dahin, haut rein, euer Mr. Bosen.